Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Stefan, alias One Eye Blind. Ja, das letzte Video dieser Art, was ich gemacht habe, fand relativ guten Anklang. Ich rede von dem Video, wo ich auf einem jüdischen Friedhof war, in der Region Nienburg. Und da dachte ich mir, werde ich in meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, auch mal ein Video machen, weil da gibt es auch einen jüdischen Friedhof. Und vor dem befinde ich mich hier gerade. Kann man auch ganz gut erkennen. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, das haben die meisten oder alle wahrscheinlich gerade gesehen. Ich habe, bevor wieder irgendwer anfängt zu meckern, auch letztes Mal hatte ich eine Kopfbedeckung auf, auch dieses Mal habe ich eine Kopfbedeckung auf. Das ist für, ja, auch Tradition bei nicht-jüdischen Besuchern von Friedhöfen, dass eine Kopfbedeckung getragen wird. Das muss auch nicht, weil irgendwer das gesagt hat, nicht zwangsläufig eine Kippa sein. Es ist einfach nur Brauch, eine Kopfbedeckung zu tragen. Das habe ich hiermit getan. Tue ich ja sowieso normalerweise immer. Von daher, ich hoffe, dass nicht wieder irgendwer was zu meckern. Also irgendwer hat ja immer was zu meckern in meinen Videos. Aber darum bin ich nicht hier. Und zwar, der Friedhof hier wurde ja urkundlich das erste Mal 1821 benutzt sozusagen. Also die erste Bestattung ist von 1821. Und hier befinden sich noch etwa 60 Grabsteine von nachweislich 64 Gräbern, die noch existieren. Dass der Friedhof so überwuchert ist mit Gras, hat nichts damit zu tun, dass der nicht gepflegt ist, sondern dass es einfach Brauch, dass die Gräber mit Efeu oder Gras überwachsen werden. Und genauso Brauch ist es, dass vorne von den Grabsteinen, die sind in Hebräisch gehalten, ganz klar, bei jüdischen Gräbern, jedenfalls in der damaligen Zeit. Und auf der Rückseite kann man dann immer deutsche Inschrift finden. Das finde ich ganz gut, also für die Leute, die jetzt kein Hebräisch können und ihn trotzdem besuchen möchten oder allgemein jüdische Friedhöfe, ist, ich glaube, ab dem 19. Jahrhundert wurden dann die Grabsteine mit, ja, in Deutsch hinten noch beschriftet. Das kann man hier relativ gut erkennen. Teilweise sind sie auch vorne, wo es Hebräisch ist, in Deutsch beschriftet, unten auf dem Sockel, das habe ich auch schon gesehen. Aber hier ist es halt so, dass die auf der Rückseite dann in Deutsch, ja, graviert sind. Ja, und wie schon erwähnt, hat hier 1821 die erste Bestattung stattgefunden. Also eine Erdbestattung ist beim jüdischen Glauben ganz üblich, also auch wie im christlichen Glauben. Ja, ab 1933, 1934 war die Bevölkerung hier in Neustadt am Rübenberger auch, ja, den Repressalien ausgesetzt, wie es im ganzen Deutschen Reich damals gewesen ist, durch die Nationalsozialisten. Und ja, kurz davor ist dann auch die letzte, hat dann die letzte Bestattung hier nicht mehr stattgefunden. Also dann war wirklich erstmal Pause mit Bestatten hier. Und was mich verwundert ist, dass hier zwei relativ neue Gräber sind. Die gucke ich mir gleich nochmal an. Ich glaube, aus 2013 hat hier noch eine Bestattung stattgefunden. Und ich glaube in den 90er Jahren oder in den 2000er, muss ich mal gucken. Ich switche jetzt gerade mal kurz die Kamera um. So, hier kann man das erkennen, hier sind zwei neue Gräber. Genau, 2013 und 1998 sind die letzten beiden Bestattungen. Also mit einer relativ großen Zeitspanne zwischen, wie gesagt, den 20er Jahren, glaube ich, wo die letzte Bestattung hier stattgefunden hat, und ja, 1998, also da waren dann so gut und gerne 70 Jahre Pause zwischen. Ja, hier in Neustadt haben zu Beginn des Nationalsozialismus 42 jüdische Bürger gelebt. Davon sind oder hatten neun sind nachweislich emigriert, und etwa 20, ich glaube es waren 20, haben halt diese Zeit des Nationalsozialismus nicht überlebt. Also sind in verschiedene Lager deportiert worden oder Konzentrationslager, Vernichtungslager.
Und ja, über 10 oder 11, ich glaube 11 waren es, ist das weitere Schicksal nicht bekannt, was mit denen passiert ist danach. Was ich sehr schade finde, ist, dieser Friedhof wurde ja seit der NS-Zeit dreimal geschändet. Ich glaube, das letzte Mal Ende der 80er Jahre. Seitdem ist Gott sei Dank nichts mehr passiert. Und ja, er wird in unregelmäßigen Abständen, aber er wird ab und zu halt saniert und in Schuss gehalten. Das letzte, also die letzte Sanierung oder ja, Aufarbeitung, hätte ich jetzt fast gesagt, die letzte Instandsetzung des Friedhofs ist 1999 passiert. Und ich würde mir wünschen, dass das halt ein bisschen länger erhalten bleibt, weil das ist halt ja, eine wichtige Stätte. Und das muss ich noch dazu sagen, jüdische Gräber werden halt nicht eingeebnet. Also jüdische Gräber und Grabsteine sind eigentlich für die Ewigkeit gedacht, bis die dann halt selber zusammenfallen. Aber die werden nicht irgendwie, wie es bei uns ist, bei einer bestimmten Lage oder wie lange ich bezahle dafür, werden die halt eingeebnet, die Gräber. Die jüdische Gräber bestehen halt für immer. Ja, jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz korrigieren. Die Hinweistafel hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Also ich kannte den Friedhof vorher, ich kannte auch die Geschichte vorher. Nur ich habe in der Jahreszahl einen kleinen Fehler gemacht. Das habe ich eben gerade erst beim Verlassen gesehen. Es war nicht 1821, sondern 1804 fand die erste nachweisliche Bestattung dort statt. Ob vorher schon dort beerdigt worden ist, ist nicht nachweisbar. Es könnte sein, dass vorher schon beerdigt worden ist, aber die erste ja wirklich nachgewiesene Bestattung war 1804. So, das wollte ich nur kurz korrigiert haben. Ja, ich finde solche Orte immer wieder interessant. Ich gucke mir das gerne an. Ich finde diese Friedhöfe halt irgendwie so ein bisschen mystischer als unsere. Und ja, durch mein Interesse, was diese ganze Zeit damals anbelangt, sowieso noch ein bisschen mehr als andere Friedhöfe. Von daher ja, besuche ich sowas ganz gerne. Und gerade wenn es in meiner vorigen Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin, die ich dann davon dem gerne mal einen Besuch abstatten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Das ist für den Algorithmus natürlich super wichtig. Da würde ich mich auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Stefan. Ciao.